Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen mussten in den Vororten der peruanischen Hauptstadt Lima zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht werden. Viele hatten sich vor den Fluten auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet. Im Norden Perus konnten 9 Krokodile aus einem Zoo entkommen, weil ein Fluss den Wassergraben überflutete. Vielerorts sind die Straßenverbindungen unterbrochen. Es gibt keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu gelangen. Viele müssen aber rüber, um nach Hause zu kommen. Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski warnte die Bevölkerung bei einem Besuch im Katastrophengebiet eindrücklich davor, den hochwasserführenden Flüssen zu nahe zu kommen, da immer wieder Menschen von den Wassermassen erfasst und mitgerissen würden. Peru ist seit Wochen mit zum Teil sintflutartigen Regenfällen konfrontiert und 8000 Häuser wurden durch Erdrutsche und über die Ufer tretende Flüsse zerstört. Nach offiziellen Angaben sind 62.000 Menschen obdachlos.